Ein bewaffneter Schüler hat an einer Hamburger Schule einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizei griff zum sogenannten Amok-Konzept, nachdem der Schüler nach einem Streit mit einer Schusswaffe zurückgekehrt war. Ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, ist unklar. Beim Amok-Konzept handelt es sich um ein speziell für solche Fälle entwickeltes Sicherheitsverfahren, wie Sandra Levgrün, Pressesprecherin der Hamburger Polizei, erklärt. Ja, es gibt abgestimmte Konzepte mit den Schulen. Das ist das sogenannte Amok-Konzept, nachdem hier auch verfahren wurde. Das hat sich bewährt in der Vergangenheit. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bleiben erstmal mit den Lehrerinnen und Lehrern in den Klassenräumen. Und die Polizei geht dann von Zimmer zu Zimmer, stellt sicher, dass es keine bedrohliche Situation mehr gibt. Und dann können die Schülerinnen und Schüler auch wieder das Schulgelände verlassen und an die Eltern übergeben werden. Die Fahndung nach dem Schüler dauert an. Die Durchsuchungen sind jetzt aktuell gerade abgeschlossen. Der Schüler befindet sich offenbar nicht mehr hier auf dem Gelände und auch nicht in den Klassenräumen. Es gibt auch einzelne Zeugenaussagen, die sagen, dass er das Gelände inzwischen verlassen hat. Und insofern laufen jetzt hier umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Umfeld.